Und damit ein herzliches Willkommen und einen wunderschönen guten Tag euch allen da draußen. YouTube, hallo. Ich werde jetzt den letzten Teil für die heutige Aufnahmesession, glaube ich, aufnehmen. Ich wollte ein bisschen farmen, ein bisschen dies, das, jenes machen und so ein paar Aufträge für die Skills machen. Ich habe gemacht Zero, weil ich dann doch mehr Bock auf den Werdegang hatte, als einfach nur irgendwie dumm ein paar Gruppen abzufarmen. Genau das habe ich gemacht. Ich bin irgendwie in drei Gruppen rein und habe versucht, die dann irgendwie so hinzukiten, das. War mir dann aber irgendwie, war mir der Effekt, der dabei rumkam, nicht groß genug. Und dementsprechend habe ich es dann sein gelassen. Ich habe mich jetzt vor Sipal geportet. Da machen wir jetzt weiter. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt bei welchem Haus ich rausgekommen bin, aber das sehen wir jetzt gleich. Euch viel Spaß, danke fürs Einschalten und lasst einen Daumen oben, Kuss. So, okay, wir sind hier unten rausgekommen. Man kann übrigens, nicht, dass ihr euch wundert, das habe ich euch nämlich noch gar nicht gezeigt, auf diesen Hütten kann man mit R einen schnellen Ortswechsel vollziehen und somit von A nach B kommen. Finde ich sehr, sehr praktisch. Ich liebe Schnellreisen. Aber ich weiß jetzt nicht, warum das Spiel jetzt hier anfängt, an der Stelle wieder so ein bisschen hackelig zu werden. Wenn ich doch nur unbegrenzt Magie verballern könnte. Können wir das nicht? Normalerweise funktionieren magische Kräfte nun mal nicht so. Warum aber? Ich möchte das. Ich finde das nicht in Ordnung. Hier beginnt die nächste Phase. Ja, wir haben alles erledigt. Wir sind richtig klasse und super sind wir. Mal kurz ohne Camp, ich muss nämlich mal was trinken. Frey, wie schön, dass du zurück bist. Ja, es war nicht leicht. Aber hier bin ich. Und, ich habe Syla getötet. Was haben wir? Tut mir leid, es muss furchtbar gewesen sein. Doch dank dir hat der Bruch aufgehört, weiterzuwachsen. Du hast uns neue Hoffnung gegeben. Oh, bevor ich's vergesse, es gibt eine Feier in der Taverne. Du kommst doch, oder? Du kommst doch, oder? Aber deine Antwort warte ich nicht ab. Ich hau einfach ab. Ich gehe. Okay. Hä? Was war da? Okay, sah kurz aus, als würde da was zum Looten sein. Aber leider nein, leider gar nicht. Ich mag den Umhang. Mit diesem goldenen und blauen und schwarz. Richtig gut. Warum sprinte ich nicht? Habe ich etwa Zeit hier? Wenn das mal nicht die ungute Fee ist. Siehst du, das Buch ist halt doch dicker als der Einband. Nein? Okay, dachte du als Bibliothekarin kapierst den Witz. Archivarin. Hey, Archivarin. Der Job ist erledigt. Freust du dich nicht? Sollte ich das? Naja, war nicht gerade ein Kinderspiel. Nein, das kann ich mir vorstellen. Aber ich fürchte, du kannst dich auf diesem Sieg nicht ausruhen. Die Tantas sind miteinander verbunden. Jetzt mögen sie zwar im Zwist liegen, doch das Band, das sie eint, ist uralt. Wie die vier Räder an einem Wagen. Halten sie die Welt gemeinsam am Laufen. Bricht eins, gerät alles ins Schlingern. Es wird ein Nachspiel geben. Und was für ein Nachspiel? Das ist hier die Frage. Aber ich glaube, wir werden es schon bald herausfinden. Bestimmt. Hab gehört, dass du heute im schattigen Baum groß gefeiert wirst. Geh und genieße deinen großen Sieg, Tanta-Töterin. Eine Tanta ist tot und sie richten dir ein Fest aus? Was du wohl für den Tod von allen Vieren bekommst? Nein, ein Namenstag. Oder sie den Freytag. Nach dir. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Aber nein, nein, ich habe nicht vor, noch mehr Tantas umzubringen.
Schaut, da kommt unsere Heldin! Sieh dir an, wie sie unseren Sieg feiern. Wie süß. Ach, du bist nur neidisch, weil dich niemand kennt. Naja, ich war ja schließlich maßgeblich an deinem Triumph beteiligt. Stimmt auch wieder. Tja, ich weiß dich zu schätzen, Ralf. Danke. Ich hätte es nicht ohne dich geschafft. Heißt das, sind wir etwa Freunde? Okay, wow. Höchstens zwei Kollegen, die sich gut vertragen. Na dann mal hoch die Tassen. Ein Hoch auf unsere Retterin! FPS wirken so unterirdisch. Zweistellig. Unteres Drittel. Ach so, hehe. Ich habe hier noch Dinge markiert, wo ich dachte, da könnte ich ja mal hingehen. Das muss ich mir eben schnell rauslöschen. Weil ansonsten, was ist das? Warum ist das Gold? Ist es gar nicht. Okay. Zum schattigen Biber. Oh, hallo! Gesellst du dich zu uns? Willst du nicht auch tanzen? Hallo, Steuerung. Oh, heute schmeckt das Bier besser denn je. Hab viel lecker. All die fröhlichen Gesichter. Wenn das mal nur so bleibt. Muss ich jetzt hier wirklich mit allen einzeln quatschen? Ich hoffe, das führt mich auch noch irgendwo zu irgendwas. Das sieht lustig aus. Ich will auch tanzen. Tanz? In der Taverne gibt's was Besonderes. So viel Trubel hatten wir hier schon lange nicht mehr. Und alles ist dein Verdienst. Die Sprachhitbox so ist angenehm groß. Gesehen. Ja, aber keine Ahnung. Warte mal. Das mal nicht unsere Retterin ist. Bleib doch verwirrt. Hier und lass dich feiern. Hab mich in dir getäuscht, entschuldige. Wir sind alle sehr dankbar für deine Hilfe. Was war dann daran jetzt anders? Ich verstehe das nicht. Ich bin so verwirrt. Okay, wahrscheinlich muss ich einfach mit X Leuten reden. Schnell!
Ja, ich habe sogar Enter gedrückt. Kapitel 6, Kapitel 3. Okay, krass. Ich bin schon 3 Kapitel vorm Stream. Lit. Freys Abenteuer, die Verderbnis naht. Was ist denn los? Tun wir unser Möglichstes, es herauszufinden. Oh. Das sollte nicht hier sein. Was zum Geier? Wusch! Wie waren sie noch? Menschen. Und jetzt sind sie... Das ist übel, das ist verdammt übel. Du kannst nichts daran ändern. Erlöse sie einfach aus ihrem Elend. Was? Das geht nicht. Du musst es tun. Fickt euch! Juhidi hat recht behalten. Es ist Krafts Antwort darauf, dass du Skylar getötet hast. Und ich soll daran schuld sein? Ich kann nichts dafür. Nein, du hast getan, was nötig war. Wie hättest du ihm zu etwas rechnen können? Na toll, eben dachte ich noch, dass es endlich bergauf geht. Mein neuester Trick schlägt echte Wurzeln. Performance in der Stadt ist so räudig. Das habe ich draußen nicht. Und das ist das, was ich halt im letzten Teil meinte. Das Spiel könnte halt wirklich von Anfang bis Ende gut sein, aber wenn du sowas hast, was willst du denn da denken? Muss besser aufpassen. Meint ihr wirklich, da stellt sich jemand hin und sagt, okay. Ja, das Spiel ist schon sehr gut, aber es läuft halt echt kacke. Kauf's dir. Ist 80 Euro voll wert. Verlasse den Bruch und laufe zur Oberstadt. So ein Ding wie bei Final Fantasy. Du bist verwundet. Mit Integrate. Ohne Scheiß, echt? Auch eigentlich ein 80er. Wir müssen weiter. Ist aber eigentlich für... Ich glaube, ich habe es damals dann mit Sale und Rabattcode und bla bla bla. Bin ich am Ende bei 43 rausgekommen. Das sehe ich halt auch hier. Eher. Endlich. Der Bruch liegt hinter uns. Puffi rum. Frey. Ist absolut gut, valide. Ich bin nur echt müde. Die Oberstadt ist nicht mehr weit. Wir sollten keiner Bruchbrut mehr begegnen. Diese armen Menschen. Sie wurden völlig überrumpelt. Niemand konnte damit rechnen. Ich kann nicht mehr. Durchhalten. Los, Frey. Und jetzt ab ins nächste Gebiet. Und da alles wegsnacken. Ich glaube auch, das kann man relativ schneller absolvieren. Ich bin mir dann
da nur tatsächlich etwas unsicher. Schreibt gerne mal bitte ins Kommentarfeld, ob ihr für die nächsten Gebiete, weil das wird, glaube ich, sehr repetitiv, ob am Ende einfach nur noch so dieses Grand Finale Endgebiet reicht oder ob ich dann wieder erstmal alles vorher erledigen soll. Das überlasse ich jetzt euch einfach mal. Und wenn nichts kommt, dann übernehme ich das selber. Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich es dann mache. Mal sehen. Frey, Tanta sei Dank. Du bist schwer verletzt. Es waren einfach zu viele. Es ging so schnell. Dieses Unglück ist nur deine Schuld, Dämon. Die Tantas haben hier schon lange vor meiner Ankunft gewütet. Von dir kommt nichts als Lügen und Verrat. Ich sollte dich direkt hinrichten. Dafür ist jetzt keine Zeit, Janesh. Ich tue, was wir gleich hätten tun sollen. An dem Tag, als wir mit diesem Fluch gestraft wurden. Aus dem Weg! Ah! Lass mich los! Schluss mit den Torheiten! Dies ist von der Balche. Es kann den Schmerz der Menschen lindern. Es kann die Krankheit nicht heilen, wird den Verlauf aber stoppen. Janesh, ihr geht zu weit. Gerade jetzt sollten wir zusammenstehen. Statt uns gegenseitig zu bedrohen. War das Rotmesser? Könnt ihr das so zulassen? Nein. Janesh, euer Verhalten bringt Schande über unseren Rat. Ich enthebe euch hiermit eures Amtes. Wachen. Merkt euch meine Worte. Ich werde am Ende noch Recht behalten. Sie ist ein Dämon, sage ich. Das verheißt nichts Gutes. Nichts! Ich sagte doch, es wird ein Nachspiel geben. Doch das war's noch nicht. Bevor du kamst, hatten sie sich ihrem Schicksal ergeben. Sie lebten in Furcht vor den Tantas wie Geiseln ihres Wahnsinns. Doch jetzt haben sie Hoffnung. Und zwar dank dir, denken die Leute, dass sie vielleicht eine Chance haben können. Die Büchse der Pandora. Was soll das heißen, Joe? Das heißt, du musst den Rest der Tantas töten. Einen Schlussstrich ziehen. Was? Die Wunde kann niemals heilen, wenn sie nicht aufhört zu bluten. Nein, das ist schlichtweg Mord. Ich will niemanden mehr töten, Leute. Und was willst du stattdessen unternehmen? Keine Ahnung. Das ist nicht mein Krieg. Das sind Fremde für mich. Ich habe genug Blut an den Händen. Wenn nicht du, wer dann? Ist mir scheißegal. Ich will endlich meine Ruhe. Fall doch jetzt erstmal in Koma. So für 24 Stunden. Okay. Ja, es war ja offensichtlich, dass wir noch den Rest klatschen müssen. Also für uns, denke ich mal, halb so wild. Wer jetzt da sitzt und total schockiert darüber ist. Ja, wow, Junge. Das war der krasseste Gainer meines Lebens. Wer jetzt daheim sitzt und sich wundert, so, ja, das ist aber mir jetzt neu. Mir furchtbar leid, aber so sind fast alle Videospiele. Enter. Ja, speichern. Ein neuer Tag. Kapitel 7. Boah, heftig. Hatte ich gerade keine Luft mehr. Gutes Kind, dachte ich. Ein Irrtum. Wir hofften alle. So eine Enttäuschung. Sie schien durchaus willens zu sein. Sie war zögerlich, aber sie ließ mit sich reden. Sie wirkte tapfer. Sehr
ging ihr nur um den eigenen Vorteil. Dachte, sie wäre tapfer genug dafür. Doch. Sie ist viel zu eigennützig. So viele Menschen könnten noch leben, aber so viele sind gestorben. Ist meine Schuld. Ich glaubte an sie und holte sie aus dem Turm von Binoy. Ist das nicht? Ich bin schuld. Ich baue konstant nur Scheiße. Das war schon immer so. Nein, nein, ich war da! Es tut mir leid, ich... Ich glaube, das ist ein Albtraum. Das ist Drissel. Du stirbst. Ohnmachtsanfall. Kann ich mir deine Wunde ansehen? Jetzt mal ganz ehrlich. War es hier schon so schlimm, oder habe ich die Scheiße mitgebracht? Aethias Niedergang begann lange bevor du hierher kamst. Diese Tragödie hat sich Jahrzehnte angebahnt. Dass ich hier bin, hilft keinem. Ich mache euch nur noch mehr Probleme. Frey, sag doch sowas nicht. Du verdienst mehr Güte, als man dir zeigt. Als du dir selbst zeigst. Die Wunde heilt gut, aber bitte, Frey, pass auf dich auf. Ich weiß jetzt gerade nicht, in wessen Position ich mich am ehesten... Endlich bist du wach. Siehe. Ich wäre fast verrückt geworden ohne Gesprächspartnerin. Ganz ehrlich, ich würde lieber liegen bleiben. Also, was ist unser nächster Schritt? Mit Bruchbob quatschen und abhauen. Mit Bruchbob quatschen, hallo. Solltest du dich nicht noch etwas schonen, Frey? Ach, mir geht's gut. Dank dir. Ach, sei nicht albern. Das war... nicht der Rede wert, wirklich. Alles gut? Geht schon. Mir war nur... kurz schwindelig. Mehr nicht. Glaubst du, Orden geht's gut? Sie scheint zurzeit nicht viel Schlaf zu bekommen. Kenn ich, Schwester. Also das Ding ist, was ich gerade aber noch nicht sehe, wie aus Forspoken ein Franchise werden kann. Also eine länger anhaltende IP mit mehreren Teilen. Entweder Final Fantasy mäßig Forspoken 1, 2 und 25. Lol, wie komme ich hier raus? Hier hinten vielleicht? Indem man immer wieder irgendwie ein neues Areal nimmt. Ich hätte hier oben aus der Burg rausgehen müssen. Nee, guck mal, hier durch die Tür. Ich bin hier schon absolut richtig. Außer, ich gehe... Ah, da hinten am Hain lang. Okay. Wo war ich? Ich war bei...
dem Punkto des Franchises, richtig. Oder sie wird von Welt zu Welt zukünftig gebeamt und totaler Quatsch. Weiß ich jetzt nicht. Das, ja. Ich kann es noch nicht so richtig sagen. Ich sehe da aktuell noch kein Franchise drin, um ehrlich zu sein. Achso, ich habe Tab gedrückt. Ich wollte eigentlich X drücken. Ich könnte dringend einen Wusch brauchen. Jetzt gleich. Also, wie genau benutze ich diese Torana-Dinger? Robian! Wow, hey, easy, Alter! Du brauchst Ruhe, mein Freund. Du siehst nicht gut aus. Alles okay? Der Zahn der Zeit macht vor nichts Halt. Und die Jahre flattern. Ich fürchte, sein Zustand verschlechtert sich. Bob, du musst dich zusammenreißen. Vergiss nicht, das Blaue im Bauch und die Blumen auch. Die Verderbnis wird mit jedem Tag stärker. Ich fürchte, es geht zu Ende. Was? Nein, das darf nicht sein. Nicht jetzt. Was ist mit dem Balchenzeug? Es könnte ihn stabilisieren und die Ausbreitung hemmen. Tja, dann los. Holen wir mehr davon und... Es nutzt nichts. Was wir hatten, haben wir nach dem Massaker gestern Nacht verbraucht. Wir hofften, es gäbe mehr, aber es ist nichts übrig. Shit. Er darf nicht sterben. Orden braucht ihn. Ich brauche ihn. Shit, Aethir braucht ihn. Wir müssen was machen. Balchen wachsen hauptsächlich in Avualet. Vielleicht... Wirst du dort fündig? Cool. Sag mir wo. Ich geh's holen. Dann musst du zur Burgstadt gehen. Suche nach Bäumen wie diesem. Und bete, dass sie noch Harz enthalten. Okay. Ich brauche ihn. Er muss überleben. Nun, wenn du nach Avualet willst. Ich glaube, das liegt im Süden. Sollen wir? Hey, ich bin doch die ganze Zeit in den Süden gegangen. Also, gucken wir mal. Das ist der Süden. Das ist aber auch ein Süden. Naja, also rundum, ich glaube, über eine 8 von 10 werde ich persönlich für mich nicht gehen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die Zwischensequenzen sich dann irgendwann gefangen haben, wenn für die Entwickler das Spiel deren Meinung nach vielleicht relevant genug geworden ist, ab dem Zeitpunkt. Aber... Warum bleibst du stehen? Hier ist sie gestorben. Aber dass das alles nicht besser wird. Gerecht. Ja. Sie war so süß zu mir. Ihr Leben war echt nicht einfach, aber sie war so süß zu mir. Sie hatte so viel vor sich. Den Leuten hier ist klar, wie kurz das Leben sein kann. Sie leben im langen Schatten des Todes, den die Tantas werfen. Mag sein, dass das Kind anderen so viel Wärme schenkte, weil es um seine Sterblichkeit wusste. Sie war so jung. Aber Leute wie ich kriegen 21 Jahre. 21 nutzlose Jahre. Es ist einfach nicht fair. Hey, komm schon.
Es gibt so viel, wofür es sich zu leben lohnt. Ja, klar. Was hab ich denn? Eine Katze und ein Strafregister. Na, immerhin. Wenigstens stirbt in New York niemand wegen mir. Tantas Segen. Wie jetzt? Du denkst echt, dass sie nach dem ganzen Elend und der ewigen Zerstörung noch irgendwen segnen würden? Ja, in der Tat. Sie standen für das Beste in uns. Das Ideal stirbt nicht, nur weil seine Verkörperung entstellt wurde. Frey, ich will dir sagen, dass ich im Unrecht war. Ach was. Ich verkannte dich. Die Menschen haben Angst. Ich habe Angst. Der Rat und ich können ihnen keine Hoffnung mehr geben. Doch vielleicht kannst du es. Ich muss los. Okay. Frey sagt, sie muss los. Ich glaube, ich muss jetzt auch los. Weil ich werde mich jetzt erstmal richten. Und dann mache ich mich ans Schneiden ran. Oh nein, nicht in die Einstellung. Das war jetzt aber knapp. Ich danke euch auch wieder fürs Zusehen dieser Aufnahmesession. Vielen lieben Dank. Oh, wir haben einiges geschafft. Und übrigens, ich bin inzwischen bei 11,5 Stunden bis hierhin. Das ist eine Menge. Das ist wirklich eine Menge. Ah, jetzt könnte man wieder sagen, relativiert ja den Einkaufspreis. Aber Spielzeit ist nicht alles. Nichtsdestotrotz, euch wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Wir müssten heute, wenn ich mich nicht verzählt habe, 3., 4., 5., 6., 7., wir müssten heute den 7. Februar haben. Damit ein Happy Release Day für alle, die Hogwarts Legacy spielen. Das wird jetzt nicht der letzte Teil sein. Ich bin ja am Pre-Recorden. Haha, smart wie ich bin. Das heißt, ab morgen seht ihr auf dem Kanal Hogwarts Legacy. Ich weiß schon grob, welches Haus ich nehmen werde, etc. pp. Falls ihr also daran Interesse habt, schaut da gerne mal rein. Die Videos wird es, denke ich mal, entweder am Vormittag oder am späten Nachmittag geben. Also, in dem Sinne, haut rein. Danke fürs Einschalten. Ich bin Jesse Nieven und sagt allen, der Typ hier. Spielt Forspoken. Ciao.